Ja, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spider-Man 2. Ja, leider habt ihr jetzt das Gespräch mit MJ nicht mitbekommen. Ich kann ja mal gucken, ob wir den letzten Kontrollpunkt nochmal machen können. Ich gehe mal ganz kurz manuelles Speichern. Ich gehe mal ganz kurz auf Beenden. Und dann gucke ich mal, ob ich wieder darauf zugreifen kann, wo ich separat gespeichert habe. Weil eben gab es ein paar kleine Schwierigkeiten. Man kann alles loswerden, 9.15 Uhr. Und hier das von gestern, damit wir, oder zumindest damit ihr eventuell das Gespräch von MJ auch noch mitbekommt. Ich würde es jetzt ein bisschen blöd finden, weil MJ hat sich nämlich nicht so glücklich angehört, wie Peter gerade darüber ist. Und ja, ihr seht, ich nehme es einen Tag später auf jetzt, weil ich das Spiel zurzeit sehr, sehr spannend finde. Ich möchte gerne selbst auch wissen, wie es weitergeht und kann einfach meine Finger nicht davon lassen. Ja, ich hoffe natürlich, dass wir mit MJ jetzt noch irgendwie in ein Gespräch kommen. Oder zumindest, dass das Gespräch mit MJ nochmal kommt. Weil mir das eigentlich schon relativ wichtig war, jetzt eigentlich für das Let's Play, weil MJ hat gesagt, ja, es ist schön, dass du wieder wie du selbst klingst, kümmer dich um dein Zeug und also sie ist noch sehr, sehr stark enttäuscht von Peter, muss man sagen. Und ja, ich frag mich, ich fand das Gespräch... Okay, ich bin jetzt zum Oscorp Tower unterwegs. Gut, wir sehen uns dort. Okay, leider kommt das Gespräch jetzt doch nicht mehr mit MJ. Finde ich echt, echt schade. Obwohl das ja der Speicherpunkt von gestern war. Dass wir dann das Gespräch trotzdem nicht mitbekommen. Finde ich ein bisschen blöd gemacht. Aber war jetzt auch mit meiner Schuld, weil es ja, wie gesagt, Problemchen dabei gab. Ja. Okay. Er macht auf jeden Fall wieder seine Sprüche, das ist schon mal ganz gut, aber ich glaube, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir MJ verlieren werden. Als Freundin für Peter natürlich. Was ich nicht hoffe, ich hoffe natürlich, dass die beiden sich wieder sehr gut vertragen können und dass sie auch weitergehend zusammenbleiben, weil die ja echt ein sehr, sehr schönes Paar sind. Ja, ich hoffe natürlich, dass das sich jetzt nicht zu sehr versäumt hat. So, das hier werden wir jetzt noch machen. Dieses kleine Verbrechen, das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Und wir benötigen ja auch diese Teile für Anzüge. Und um natürlich auch Sachen freizuschalten. Für die Anzüge. Oder zumindest für die Anzüge, sondern für unsere Sachen. Beeilung! Gibt's einen Verkehr, dann wird niemand verletzt. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich stirb. Huiuiui. Ist schon ungewohnt, Peter wieder mit normalen Sachen kämpfen zu sehen. So, und das war's dann auch schon. Nächster Halt, weg hier. Ja, genau. So, und wir können uns jetzt ganz normal Sachen weitergehen. Ich meine, wie gesagt, man merkt ja auch, kann sein, dass sie ein bisschen enttäuscht sind, weil ist, weil Mai jetzt das hinbekommen hat. Bei ihr. Und, aber sie selbst nicht. Das kann natürlich auch ganz gut möglich sein. Was natürlich auch sein kann, ist, dass sie halt immer noch ein bisschen sauer ist, weil Peter ja echt ein riesengroßes Arschloch war mit dem Anzug. Aber man muss halt auch einfach dazu sagen, dass der Anzug ja auch Besitz von ihm ergriffen hat. Man hat ja gemerkt, es ist einfach nicht mehr Peter. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass sie sich eher wieder vertragen. Als dass sie sich weiter streiten. So, Einbruch, den können wir nochmal schnell mitnehmen. Das ist ja jetzt auch nicht, gar nicht mal so weit weg. Ein Einbruch. Sie sind noch draußen.
kämpfen! So. Gut, und da haben wir es auch schon fertig, diese Sachen. Ist das der letzte Einbruch, den ich vereitle? Nicht bei meinem Glück. Die Sachen gehen ja immer relativ schnell voran. Diese Einbrüche und so. Deswegen kann man sowas dann auch gerne mal mitnehmen. So, mal gucken, was uns jetzt bei Dr. Connors erwarten wird. Bist ihn endlich los. Mein Held. Harry. Wir müssen ihn vernichten. Er ist zu gefährlich. Ich will nicht, dass du dich verlierst. So wie ich. Pete. Bitte. Du verstehst nicht. Connor sagte, es ist... Ich hab dich gerettet! Und mich rettest du nicht! Willst du, dass ich sterbe? Oh, Scheiße. Oh, oh. Ja, Harry irgendwo in der Hinsicht verstehen, ja. Er will halt einfach nicht mehr krank sein, aber das ist auch komplett der falsche Weg. Harry, bist du? Oh Gott. Und somit wurde Venom geboren. Was? Nein! Tu ihm nicht weh! Jetzt das Vieh. Warum spielen wir denn jetzt den? Das ist ja echt mies eigentlich. Dass wir jetzt Venom spielen müssen. Wir wollen dich nicht verletzen!
Gebäude! Die anderen Etagen evakuieren! Ich finde das, also an sich, ich finde es nicht schlecht, dass wir jetzt Venom spielen können. Ich kann auch irgendwie verstehen, dass Harry, also ich meine, man muss auch verstehen, so warum Harry halt wütend ist. Naja, er hat halt das Gespräch mit seinem Vater halt auch mitbekommen. Aber trotz dessen gibt es ihm halt nicht das Recht. Was großer Einsatz. Es gibt ihm halt trotzdem nicht das Recht, halt so durchzudrehen. Gut, das ist halt, wie gesagt, das ist halt dieser Venom da drin, ne? Denn Harry ist natürlich auch noch wütend, er ist schwach, er kann sich dagegen auch nicht wirklich wehren. Ey, das ist schon echt. Ich finde das so krass. Oh Mann, ey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich mein, einerseits finde ich es echt cool, so, dass wir halt jetzt so Venom auch spielen können. So. Aber irgendwie finde ich es halt auch ein bisschen mies. So, den schnappen wir uns, werfen wir gegen die Wand, jawoll. Oh Gott, ey, das ist schon echt krass. Überlegt mal, ey, das hätte jetzt auch mit Peter passieren können. Ich glaube, dass Harry hört ihn halt auch nicht, ne? Er kann, also sein Vater kann sagen, was er will. Er hört einfach nicht. Er ist verletzt, er ist. Das ist einfach alles. Er ist unzufrieden mit sich selbst, das ist das Problem. Vorhin ist halt die Sache, er zerstört halt jetzt wirklich alles. Also wir zerstören ja sozusagen alles, ne? Das ist halt das Problem. Und so kann Harrys Vater ihn halt auch nicht mehr helfen, wenn alles zerstört ist. Bitte, bitte. Alter. Boah. Das hat er überlebt. Ja, er denkt halt nicht dran. Das ganze Problem ist halt, ich kann nichts anderes machen, als dass wir jetzt halt mit Harry alle angreifen und so. Das ist halt das Problem. Würde es anders gehen, würde ich es natürlich machen.
ja, ich muss mal ganz kurz eine Aufnahmepause machen. Ich krieg gleich einen wichtigen Anruf rein. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe meinen Anruf getätigt und weiter geht's dann. So, Runde 2 haben wir hier diese. Können wir eigentlich auch einen Hund greifen? Das wäre ja mal interessant. So. Ich hatte ja eigentlich eher die Befürchtung, ist mir jetzt eben auch noch mal kurz eingefallen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach Mann. Ist das die Spinne? So, auf jeden Fall, ich bin jetzt, eigentlich dachte ich, dass dieser Bio-Dingsbums eigentlich auf, also in Craven reingeht und wir dann übelst das Problem haben, Craven dann halt dadurch zu besiegen. So. Ah, wenigstens ist Peter sich treu geblieben und hat, keine, also Craven auch nicht getötet. Wow. So. Ach, da ist noch eine. Ey, der geht ja hier echt durch ganz New York, ne? Gefühlt. Okay. Da ist er. Der Sack. Aber hat seine Jacke nicht mehr an. Ach, jetzt müssen wir schon wieder gegen Craven. Oh nein. Och nee, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Kann ich ihn mir schnappen? Nee. Schon lange habe ich in einem perfekten Tod in Blut und Feuer geträumt. Wirst du ihn mir geben? Du hast unser Werk zerstört. Freunde verletzt. Dann komm, weide dich in deiner Rache an meinem Fleisch. Ja, wenn ich wüsste, wo du bist, du Spaß. Ja! Lass dies meine letzte Jagd sein. Das Ende aller Dinge. Wie schnell bist du? Das weißt du nicht. Ja, wir haben ihn aber Hälfte runter. Die Spinne war unbefriedigend, aber du. Was für unbefriedigend? Wir haben dich dreimal fertig. Zweimal fertig gemacht. Doch nur mehr von deiner Sorge. Ich habe die. So. Deine Stärke allein reicht nicht aus. Ich brauche mehr. Ich will Wut. Zorn. Ich will eine Hölle der Gewalt in einer ewigen Nacht. Wo ist er? Ich glaube, es wird härter, Harry den Anzug wegzuballern. Als Craven. Alter! Als Craven zu töten. Okay, es wächst wieder nach. Und wieder müssen wir gegen ihn kämpfen. Ja, du willst meine letzte Jagd. Und ich deine erste. Zeigen wir der Welt, was der Tod bedeutet.
dass er meiner würdig ist. Weißt du, wie es ist, wenn der eigene Körper einen verrät? Ich werde nicht der Schwäche erliegen, wenn ich mal sterbe, dann mit Gebrüll! Ich habe jedes Land erobert und die Natur selbst gebändigt. Ich schön für dich. Über den Menschen. Wenn du der Meinung bist. Genau so. Lass es mich spüren. Wow, 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 wow. Mach mich zu deiner Beute. So, wir haben ihn gleich wieder down. Also langsam check ich ihn auf jeden Fall. So, jetzt so. Du bist der Gott in Bestiengestalt. So, jetzt, jetzt haben wir ihn. Jetzt realisiert Harry das, was der Symbiot mit ihm macht. Das ist krass. Bei seiner Mutter, oder? Ja. Mom. Ich wollte... Was habe ich getan? Hab keine Angst, Schatz. Du besitzt endlich die Macht, zu tun, was wir immer wollten. Wir führen die Welt. Wie? Ich zeige es dir. Tut mir leid, wenn ich gerade nicht viel rede, aber ich finde es gerade echt spannend und interessant.
der hat alles verpennt. Harry, was hast du getan? Wie soll ich dich da draußen finden? Die EMS-Ausweise können Hochfrequenz. Wenn Harry seinen Ausweis bei sich hat, kann ich ihn mit Satellitenschüsseln aufspüren. Könnte klappen. Aber das war's dann auch mit dieser Folge. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch die Folgen gefallen haben. Ich fand's jetzt sehr, sehr spannend. Fand's ein bisschen komisch, mit Harry zu spielen. Und den umzubringen. Wir nehmen jetzt von Mai jetzt mal den Originalanzug. Peter hat ja auch seinen Originalanzug an, ne? Aber ihn ziehen wir auch mal, den sind schwarz an, der gefällt mir ein bisschen besser. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Finale dann schon sein wird oder denn darauf die Folge. Wir werden es ja dann sehen. Und ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao, ciao.